nicht erkennen, weil ich keinen Fernseher, wo man mich sehen kann. Gut, aber hoffentlich ein Nachteil. Kann ich doch. Gut, also Werder, los. Also, ich möchte lösen. Ja. Da? Bischof Haas. Wie bitte, wieso Bischof Haas? Das ist ein Stecker, der zweiseitig ist, also ein Männchen und ein Weibli. Dann kommt ein Schaf und dann ein Haas. Und wieso kommt man von dem Stecker, der zweiseitig ist, auf Bischof? Bi, von beiden Seiten, aber ein bisschen männlich, ein bisschen weiblich. Aha. 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 Bi, Schaf, 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 Haas. Hast du vorhin Basler Bischof, gehabt? Bischof, Haas. Das ist richtig. Wobei, das hat natürlich nicht mit dem Bischof selber zu tun, sondern es ist einfach nur symbolisch für Bi. Und also für die Buchstabenkombination BI. Woher fliegen wir nach Sharm el-Sheikh? Das ist auch gut, sonst auf Nizza oder in einem schönen Edelweiss-Krawatte von dir. Ich würde sagen, wir tun nach Sharm el-Sheikh. Und die Adresse? Ja, wo es jetzt gerade alle zusammen. Gut, dann rufst du nachher nochmal an. Okay. Aber wehe, es rufen nachher alle und sagen, sie heissen Werder. Du weißt, wer. Wir haben Werder. Schon gesehen. Du hast mir schon zwei Karten organisiert. Einfach die Fernsehnummern anrufen. Alles klar. Bank und das ist das Beste, was mir passieren kann. Herr Schaub! Herr Schaub! Herr Schaub! Tönt Sie mal etwas sagen? Ich hätte nämlich eine interessante Frage an den Co-Kommentator Günther Netzer. Aber, soll nicht sein, Roger! Roger! Ja, hallo! Ja. Erzähl. Hallo Frank! Ja? Hallo Frank! Ja, sagst du noch etwas? Oder sagst du ja, ja, hey! Was halte ich von Bodybuilding? Ja, viel, viel, viel. Ja, viel. Viel. Ich hätte noch Frage, ob die Frau dort hinten Haar auf der Brust hat. Das weiss man nicht. Sie hat vor allem Muskeln drunter. Ah, Muskeln. Und ich sage immer lieber Muskeln drunter wie Silikon drin. Ah, weil ich ernähre mich ja eigentlich nur makrobiotisch. Ah. Ich stehe also sehr, sehr aufs Echte. Ja. Gut, aber es ist wichtig, dass wir darüber geredet haben. Leider haben wir Tic-Tac-Toe jetzt verpasst bei dem ganzen Training. Also das war jetzt ein 1:1 Training von der angehenden Weltmeisterin im Gewichtsstemmen. Die nächste Sendung ist am 12. November. Hoffentlich sind ihr dann dabei. Da haben wir eben das ganz interessante Thema, wo wir, ja, wir können es glaube ich schon ein bisschen sagen, oder? Wo sollen wir schon ein bisschen sagen, was wir nächste Sendung haben? Also wir haben, es soll unter uns bleiben, Chippendales da. Also nackte Männer mal. Es ist uns doch vorgehalten, dass wir immer nackte Frauen haben. Und das machen wir das mal anders. Ja, schön, sind ihr da gewesen. Wir machen zum Schluss noch mal das Müsigli mit dem Robert Morgenthaler und dem Roland Rajan Pedretti live im Ventil. Bis zum nächsten Mal am 12. November. Und ab!